Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Ja, weiter geht's. Ganz schön riesig. Ja, ne? Das höre ich öfter. Ja, ich bin lustig. Botschaftsempfangsdame. Nein, bist du nicht. Hi. Guten Tag, Commander. Zum Botschafter der Menschen kommen Sie über die Treppe. Es ist dann der erste Raum rechts. Commander? Sie wissen, wer ich bin? Ja. Ich erhalte Berichte über alle neu angekommenen Honoratioren und wichtigen Persönlichkeiten. Nice. Was ist das für ein Ort? Das ist das Präsidium. Genauer gesagt, der Bereich der Zitadellbotschaften. Bitte aktivieren Sie Avina, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Who the fuck is Avina? Was ist das? Avina ist die virtuelle Reiseleiterin für Citadel. Sie können sie selbst über das Terminal aktivieren. Okay. Würden Sie mir Ihren Namen sagen? Und was genau ist denn Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Saphiria. Ich bin die Administrationsassistentin für die Botschaften. Beschäftigt? Sie scheinen recht beschäftigt zu sein. Die Botschaften sind das Zentrum der Citadel-Politik. Das Vertreten der Interessen von Billionen von Bürgern bedeutet Arbeit. Stimmt auch mal wieder. Ich muss jetzt los. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön. Willkommen im Präsidium. Ich bin Ihre Führerin. Willkommen im Präsidium. Mein Name ist Avina. Ich bin Ihre virtuelle Reiseleiterin auf der Tour durch diese Ebene der Zitadell-Raumstation. Sind Sie real? Sieht nicht so aus, aber why not? Sind Sie eine Person oder ein Programm? Ich bin eine vollständig interaktive virtuelle Intelligenz, die darauf programmiert ist, den Gästen in diesem Bereich der Zitadell-Raumstation eine spontane Einführungstour anzubieten. Sie können mich auch über die Präsidium VI-Terminals kontaktieren, wenn Sie Hilfe benötigen. Okay, dann mal los. Sie stehen im Präsidium Tourismus Terminal 1. Auf der anderen Seite der Lobby sind die Botschaften der verschiedenen Zitadell-Spezies und das Hauptquartier des Zitadell-Sicherheitsdienstes. Am Ende dieser Ebene sehen Sie den Zitadell-Turm, in dem der Rat regelmäßig tagt, um Angelegenheiten von interstellarer Bedeutung zu besprechen. Ausloggen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich muss jetzt nicht... Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf Zitadell. Ich will euch jetzt nicht großartig langweilen, denn wir sind hier noch lange genug auf der Zitadell. Und ich denke, wenn man... Also die Zitadell überstehen ist recht hart. Es ist sehr friedlich. Finde ich persönlich, dass es nicht gerade einfach ist, hier die Zitadell zu überleben, weil sie doch langatmig sich irgendwie anfühlt und so. Ich habe ja so ein Glück, hier einen Job bekommen zu haben. Ein wirklich toller Ort. Finden Sie es nicht auch furchtbar aufregend hier? Es gibt ja so viel zu sehen und zu erleben. Codex-Punkte. Oder allgemein Codex. Ich habe vergessen, wie die Dinger heißen. Ey, echt schlimm. Freundlich begrüßen. Menschen-Commander, eine Freude, Sie zu treffen. Dankeschön. Alle so freundlich hier. Bis auf die Wollos. Diese kleinen, fetten, lebendigen Fussel. Oh, wo bin ich denn hier? Executor Palin. Hi! Commander Shepard, ich hatte nicht erwartet, Sie hier zu sehen. Hat Botschafter Udina Sie geschickt? Nope. Ich kam, weil ich es wollte und ich brauche Informationen. Diese Menschen. Immer so neugierig. Immer mit der Nase in anderer Leute Angelegenheiten. Ist das der richtige Ausdruck? Schon gut. Vergessen Sie es. Gibt es noch etwas, was ich für Sie tun kann, Commander? Einstellung gegenüber Menschen. Ich habe das Gefühl, dass Sie die Menschen nicht besonders leiden können. Stimmt nicht. Ich traue Ihnen nur nicht. Noch nicht. Die Menschen scheinen in aller Eile an die Macht kommen zu wollen. Und sie sind schon weit gekommen. Wenn der Rat die Menschen als neues Lieblingsvolk ansieht, ist das ihre Sache. Aber ich kann mich nur schwer damit abfinden. Kein Lieblingsvolk. Der Rat behandelt uns wie Bürger zweiter Klasse. Wir müssen um alles kämpfen. Umso besser. Dann kämpfen Sie darum. Aber erwarten Sie nicht von uns anderen, dass wir einfach zusehen, wie Sie sich alles unter den Nagel reißen. Ich bin ein beschäftigter Mann, Commander. Ich denke, das war es wohl. Ja, die Menschen haben eine recht hohe Habgier, kann man sagen. Kein Mensch ist im Endeffekt wirklich hundertprozentig zufrieden mit dem, was er hat. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Punkt. Was können Sie mir über die Spectres erzählen? Sie sind die rechte Hand des Rates. Zumindest Sie selbst sehen es so.
Ich würde dem Rat nicht empfehlen, sich allzu sehr auf sie zu verlassen. Sie mögen sie nicht? Was haben Sie gegen die Spectres? Ich habe etwas gegen alle Organisationen, die sich über die Gesetze stellen. Insbesondere stört mich, dass jeder einzelne Spectre entscheiden darf, wann er die Regeln umgehen darf. Okay. Du langweilst mich. Ich werde dann gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Du langweilst mich hammerhart. Kann ich hier irgendwas klauen bei dir? Da zum Beispiel. Voll geil. Die folgende Nachricht wurde von einem nicht entfassten. Mein biotischer Gefährte, du wurdest ausgewählt, diese Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur wenige verstehen uns doch und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen schließlich uns im Hawking-Ether-Cluster an. Nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten wieder gut machen. Aha. Whatever! Ich merke jetzt schon, wie ich hier auf der Zitadelle leicht schläfrig werde irgendwie. Was für ein seltsamer Ort. Wenn nur ein paar mehr Menschen hier wären. Hallo. Ich kann diese Gerüchte nicht glauben. Was wollen Sie? Oh, Commander. Kann ich irgendetwas für Sie tun? Entspannen Sie sich, Private. Dies ist keine Kontrolle. Ja, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun, Commander? Konsortin. Was können Sie mir über die Azari-Konsortin sagen? Sie ist eine Azari, die hier als... Nun, sie hilft Leuten mit Dingen. Ah, Fredericks. Sie sind nie zu ihr gegangen, was? Nein, ich nicht. Ich konnte es mir nicht leisten. Es kostet ein halbes Jahresgehalt, nur mit ihr zu reden. Wo ist sie? Können Sie mir wenigstens sagen, wo ich sie finde? Sicher. Jenseits der Brücke zu den Botschaften. Danke. Viel Spaß noch. Richten Sie nicht zu viel Unheil an. Das werde ich. Spaß haben, meine ich. Hallo, Barmann. Hallo, Commander. Was kann ich Ihnen anbieten? Was gibt es denn? Vor allem Informationen. Würden Sie gerne etwas über interessante Orte in der Nähe erfahren? Nee. Auf Wiedersehen. Bis dann, Commander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dankeschön. Da geht's auch nicht weiter. Aldi. Ich verüble es euch nicht, wenn ihr schon längst abgeschaltet habt. In diesem Part. Nach nur knapp 7 Minuten. 8 Minuten. Das erste Mal Citadel damals war auch echt hart für mich, weil ich meine, ich bin jetzt schon am Gähnen hier. Je intensiver erforschen, desto mehr Ziele unterstehen Ihnen zur Verfügung. Das klingt logisch. Finanzbezirk befindet sich der. Dort finden Sie das Emporium, die Bank und die Residenz der Konsortin. Da wollten wir ja eh hin. Zur Residenz der Konsortin. War voll hübsch hier. Das hat auch ein bisschen was von Vanquish. Und wenn ihr Vanquish nicht kennt, Leute, ich weiß nicht, gibt es Vanquish auch für Xbox? Ich glaube ja. Ey, Vanquish für ist der Shit. Das ist einfach ein geiles Game da. Sitzt du mit einer offenen Kinnlade da und fängst an zu sabbern, weil das Spiel einfach so der Shit ist. Im ist positiven ja Sinn. Mein Büro ist bereits 5-mal umgebaut worden. 5-mal? Aber warum? Was versprechen die sich davon? Woher soll ich das wissen? Keeper, genau. Die Keeper geben ja nie Erklärungen ab. Das sind Keeper. Und trotzdem lässt man sie machen, was... Willkommen. Ich bin Elina. Sie sind keiner der für heute eingetragenen Klienten. Soll ich nachsehen, wann die Konsortin Zeit hat, sie zu empfangen? Ich brauche einen Termin. Kann ich nicht einfach reingehen? Leider nicht. Sie müssen verstehen, dass viele die Dienste der Konsortin in Anspruch nehmen. Wenn Sie Ihren Namen hinterlassen, wird sie versuchen, sich mit Ihnen zu treffen. In Ordnung. Commander Shepard, ich gehöre zur Allianz Navy. Großartig. Sie hören dann in ungefähr 3 oder 4 Monaten. Ernsthaft? Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Die Konsortin. Was ist eine Konsortin? Welche Dienste bietet sie an? Das ist nicht einfach zu erklären. Sie bietet vielen Leuten Dienste an. Individuell auf jeden Einzelnen zugeschnitten.
Einige suchen Rat, andere Unterhaltung und andere wiederum reine Entspannung. Meist wissen unsere Klienten nicht einmal, was sie suchen, bis sie es von ihr erhalten haben. Okay. Das klingt, als wäre sie eine Art Orakel. Nein, das trifft nicht auf sie zu. Sie ist bloß eine Frau. Eine Frau mit sehr viel Mitgefühl und einem freigebigen Geist. Machen Sie doch einen Termin und finden Sie es selbst heraus. Was tun Sie hier, Nelina? Ich bin eine der Akolytinnen der Konsortin. Nicht alle, die hierher kommen, haben die Gelegenheit, die Konsortin zu sehen. Ich kümmere mich dann um sie. Es ist unsere Arbeit, diese Menschen trotzdem glücklich zu machen. Wie genau kümmern Sie sich um sie? Jede Akolytin hat individuelle Fähigkeiten. Einige bieten tröstlichen Gesang, andere pflegen Konversation. Wir versuchen immer, die richtige Akolytin für die Bedürfnisse unserer Klienten zu finden. Ich bin auf Berührungen spezialisiert. Mit meinen Fingerspitzen kann ich jeden verspannten Punkt ihres Körpers finden und lockern. Okay. Ich würde Ihre Dienste gerne in Anspruch nehmen. Exzellent. Ich werde Sie auf unsere Klientenliste schreiben. Wir werden in 3 oder 4 Monaten Zeit für Sie haben. Im Ernst? Eine so lange Wartezeit ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht beurteilen. Ich notiere Ihren Namen, wir melden uns dann bei Ihnen. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ich bin hier fertig. Ich hoffe, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es ist uns immer eine Freude. Nelina. Ja, Shaira? Bitte Commander Shepard zu mir hoch. Ich wünsche ihn zu sprechen. Ja, natürlich, Herrin. Das ging schnell. So schnell können 3 bis 4 Monate vergehen. Kein Scheiß. Die Konsortin hat ihre Anwesenheit zur Kenntnis genommen. Sie wünscht, sie jetzt zu sehen. Okay. Wo finde ich sie? Gehen Sie einfach nach oben. Sie erwartet Sie dort. Yay! Sogar Menschen scheinen die Konsortin unwiderstehlich zu finden. Ich kenne die noch nicht mal. Das ist mein erstes Mal. Ich hätte schon viel früher kommen sollen. Willkommen. Es ist mir eine Freude, Sie begrüßen zu dürfen. Sie sind bei der Allianz. Mein Bruder ist als Soldat auf der Erde stationiert. Schön für dich. Direkt mal abwertend sein hier. Guten Tag. Ich wurde angerufen. Hierher bestellt, so. Das ist nah genug, Commander. Ich habe seit Ihrer Ankunft hier auf Citadel viel über Sie gehört. Okay. Was bieten Sie hier an? Das kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Einigen biete ich Rat, anderen Trost. Ich habe ein Problem, bei dem ich kompetente Hilfe benötige. Was ist los? Bitte erzählen Sie mir von Ihrem Problem. Ich habe einen Freund, Septimus, einen ehemaligen turianischen General. Ich möchte nicht ins Detail gehen, aber er sah in mir mehr, als mir lieb war. Wir haben uns gestritten. Jetzt betrinkt er sich den ganzen Tag in Koras Nest und erzählt Lügen über mich. Wenn Sie als Soldat mit ihm reden könnten, würde er Ihnen vielleicht zuhören und es dann sein lassen. Was ist schiefgegangen? Was ist zwischen Ihnen vorgefallen? Ich respektiere seine Privatsphäre zu sehr, um ins Detail zu gehen. Wenn er Ihnen erzählen möchte, was passiert ist, so ist das seine Entscheidung. Okay. Was genau soll ich Ihnen denn sagen? Appellieren Sie an seine Ehre. Zeigen Sie Respekt vor seinem Rang als General. Wenn Sie ihn überzeugen könnten, keine Lügen mehr über mich zu erzählen, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Ja, die Reize. Ich muss Sie bitten zu gehen. Es warten noch viele Klienten auf mich. Die Reize einer Frau direkt mal benutzen. Bitte, Commander, bitte kehren Sie erst zu mir zurück. Direkt mal hier so anflirten und annähern und hier betatschen, damit der Kerl ja auf Sie reinfällt. Was natürlich logischerweise funktioniert, denn ich werde es für Sie erledigen. Aber das ist jetzt nicht der Sinn der Sache, sondern. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen nervös bin. Das ist verständlich. Dass es durchgeht. Nicht, Punkt. Dass sie beim ersten Ja. Ist das nicht wunderschön hier? Wegbeschreibung, okay. Avinia. Avinia. Willkommen im Präsidium Tourismus Terminal 3.
hier im Finanzdistrikt gibt. Diese Statue vor Ihnen ist den kroganischen Soldaten gewidmet, die den Zitadellsektor während der Rachni-Kriege mit ihrem Leben verteidigt haben. Nach den kroganischen Rebellionen beantragten zahlreiche Botschaften die Entfernung der Statuen. Aber diese Anträge wurden allesamt vom Rat abgelehnt. Das ist vorerst alles. Danke, dass Sie sich für Avina entschieden haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Na, wo geht's denn jetzt noch lang? Viel zu viele Wege, die eben einfach mal alle nicht nach Rom führen. Was ja auch logisch ist, denn wir sind ja schließlich im Weltraum, quasi, auf der Citadel. Wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung. Emporium Ladenbesitzer. Hallo, Wesen menschlicher Abstammung. Dieser ist begeistert, Sie hier in seinem Emporium begrüßen zu dürfen. Wer sind Sie? Dieser trägt den Namen Dallaninder. Aber viele sagen einfach Dallan zu ihm. Bitte lassen Sie sich alle Zeit der Galaxie, um diese exquisiten Waren zu betrachten, die dieser anbietet. Warum bezeichnen Sie sich selbst als dieser? Aus dem gleichen Grunde, warum die Menschen so neugierig sind. Es ist Teil unserer Kultur. Die meisten Hanar sprechen nur in Gegenwart von Familie oder engen Freunden von sich in der ersten Person. Aber das ziemt sich nicht bei anderen Völkern. Das ist nur unsere Art. Okay. Was genau bieten Sie hier an? Dieser bietet nur hochexquisite und luxuriöse Waren hier an. Dieser kann Ihnen fast alle gewünschten Waren liefern, sofern der Preis gezahlt werden kann. Zeig mal her. Dann möchte ich Ihre hochgelobten und edlen Waren einmal sehen. Oh, es ist diesem eine große Ehre, Wesen menschlicher Abstammung. Es wird Sie nicht enttäuschen. Nichtmenschliche Panzerung, Upgrades, Standardobjekte. Ah! Oh, das nehme ich gerne an. Eine Rüstung. Vergleichen. Die ist auf jeden Fall besser. Was die Schilde und den Schadenschutz betrifft. Die ist sogar noch recht günstig. Nehme ich. Okay. Hier ist nix. Und wo geht's hier hin? Hab schon gedacht, da könnte ich vielleicht hacken oder sowas, aber scheinbar nicht. Ja. What do we have here? Bala Won. Wer bist denn du? Wen haben wir denn da? Jemanden vom Erdenclan. Und eine Berühmtheit dazu, oder? Man nennt sie doch Shepard, nicht wahr? Die Legende, wie sie die Tragödie von Akuse überlebt haben, ist ganz erstaunlich. Ich bin jedes Mal aufs Neue erstaunt. Okay. Sie haben mir etwas voraus. Ich bitte um Vergebung, Commander. Mein Name ist Bala Fon. Meine Arbeit erfordert es, immer informiert zu sein. Ich bin Finanzberater für viele bedeutende Kunden hier auf der Zitadelle. Wenn jemand so Berühmtes auf der Station eintrifft, werde ich darüber informiert. Okay. Erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Das galaktische Finanzwesen ist eine komplizierte Geschichte. Gesetze und Vorschriften mit Bezug auf Dutzende interstellare Wirtschaftssysteme. Ich bin ein Experte für all die Zusammenhänge der Wirtschaftssysteme. Gegen Gebühr kann man von meinem Fachwissen profitieren. Ich bin zudem ein gefragter Mann, wenn man Geschäfte machen möchte, ohne unnötig Aufsehen zu erregen. Diskret und effizient. Das ist mein Motto. Ist das überhaupt legal?
Klingt eher nach schmutzigen Geschäften. Alle meine Geschäftsaktivitäten orientieren sich natürlich an gültigen interstellaren Gesetzen. Dennoch wünschen einige meiner Kunden, ihre Geschäfte unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu tätigen. Ein Hanar-Botschafter hat zum Beispiel einmal einen Antrag auf Reduzierung der Importsteuern auf Hanar-Güter beim Rat eingereicht. Was für einen Eindruck hätte es gemacht, wenn bekannt geworden wäre, dass er Anteile an einer Hanar-Exportgesellschaft hätte. Auch wenn seine wahren Motive waren, seinen Leuten helfen zu wollen, wäre er in Verdacht geraten, sich durch einen positiven Antragsbescheid persönlich bereichern zu wollen. Also habe ich seine Geschäfte im Stillen verwaltet. Naja. Klingt für mich immer noch nach schmutzigen Geschäften. Dann wollen wir hoffen, dass Sie niemals ein so großes Vermögen zu verwalten haben, dass Sie meine Dienste benötigen. Jupp. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. Auf Wiedersehen. Jo, ist ja ganz hübsch hier, ne? Ganz nett. Stehst ja auch so ganz allein und verlassen rum. Was ist los? Kunst bedeutet mir normalerweise nicht sehr viel, aber diese Portalstatue gefällt mir. Ja, ist auch ganz schick. Sehen Sie sich dieses Ding da drüben an. Was tut es? Bitte stören Sie die Keeper nicht. Okay. Was auch immer dieser Keeper da macht. I don't know. Beschreibung interessiert mich noch nicht so wirklich. Für mich halt erstmal ein bisschen umgucken. Koras Nester müssen wir eh hin. Aber bevor wir dann da lang gehen und den Fahrstuhl hier dann im besten Fall benutzen oder so, mache ich jetzt hier einen Cut und beende diesen Part und wir sehen uns dann morgen wieder. Euer Steve von den Online Game Masters. Ciao. Bis dann.